Was für ein Sommer. Der RTL Super Samstag. The Final Countdown. Oliver Geissen begrüßt Harpe Kerkeling, Hans-Dietrich Genscher, Eddie the Eagle und Katharina Witt zum großen Finale. Um 20.15 Uhr die 80er Show. Sie sind das Comedy-Duo der Extraklasse. Um 23 Uhr Mundstuhl. Sie sind hemmungslos. Sie sind gnadenlos. Sie sind Christian Ulmen und Tommy Bosch. Um 23.30 Uhr Real Comedy. Ab 20.15 Uhr der RTL Super Samstag. Jetzt in Extra. Jubelverbot in Deutschland. Wenn die halt auf dem Auto sitzen, dann sowas geht halt nicht. Ne? Das ist viel zu gefährlich. Wenn die während der Fahrt im Auto sitzen, die Fahnen raushalten. Warum die Deutschen beim Jubeln nicht weltmeisterlich sein dürfen. Jetzt in Extra. In wenigen Augenblicken sind wir wieder da und dann geht's bei uns mit diesem Thema weiter. Also, bis gleich. Die Kampfansage der Konservativen. In seltener Geschlossenheit bläst die Union zum Angriff aufs Kanzleramt. Und Tropenhitze in Deutschland, wie Millionen Menschen die Rekordtemperaturen genießen. Das und mehr im Nachtjournal. Die Reise in eine fantastische Welt. Von den Mächten der Finsternis bedroht. Sie vernichten alles, was sich ihnen entgegenstellt. Hier erwartet sie der Tod. Zurück mit euch! Es bleibt nur eine Hoffnung, ein magischer Drache. Wer der Besitzer des Drachens ist, wird über das Land herrschen. Bo Bridges. Die Unicorn und der Aufstand der Elfen. Samstag und Sonntag um 20.15 Uhr bei RTL. Was für ein Sommer. Es sollte ihr schönster Tag werden. Verena und ich, wir haben miteinander geschlafen. Es wurde die härteste Probe ihrer Liebe. Kommt denn die Braut noch? Hier spricht Flo. Die Todgeglaubte kehrt zurück. Martin. Ihre Erinnerung scheint zum Greifen nah. 2000. Katastrophe im Daniels. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Die Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge. Morgen, 19.40 Uhr. Heimliche Liebe. Ich bekomme ein Kind von dir und ich muss jetzt wissen, ob du dich dazu bekennst. Er zweifelt an dieser Liebe. Der kleine Kerl da, der braucht sie mehr als ihre Säulenheiligen in der Kirche. Kann Dr. Frank ihn umstimmen? Dr. Stefan Frank in einer Doppelfolge. Mittwoch, 20.15 Uhr. Donnerstag bei RTL. Um 20.15 Uhr Columbo. Er hat Spielschulden. Eine Erbschaft wäre eine Lösung. Nur ein Profi könnte hier reinkommen und eine Bombe legen. Doch ein Detail. Achten Sie auf seine Augen. Unterscheidet den Amateur vom Profi. Danach Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha Ryan. Ein Serienmörder hinterlässt seine Spuren. Es gibt zwei merkwürdige Einschnitte. Er sieht wie ein Kreuz aus, das auf dem Kopf steht. Dramatik und Spannung pur. Donnerstagabend ab 20.15 Uhr. Was für ein Sommer. Die Jagd beginnt. 100 Gegner gegen Sandy. Ihre einzige Chance. Sie muss sie alle schlagen. Einer gegen 100. Freitag 20.15 Uhr bei RTL. Endlich Wochenende. Der Traumtyp. Groß, kräftig, intelligent. Wer noch keinen hat, denkt sich einen aus. Stefan, den muss ich kennenlernen. Schon wird der schwule Kumpel zum heißen Lover. Das ist hart. Wollt ihr einen echten Mann oder zwei Minuten Weichei? Stefan ist halt ein richtiger Kerl. Aber kein texanischer Fernfahrer. Nikola, Freitag 21.15 Uhr. Der Freitagnacht-News Summer Remix. Die ersten News mit Frustschutzfaktor. Vitaminreich. Holländer züchten neue Wassertomate. Kopfballstark. Schildkröte macht sich fit fürs WM-Finale. Skandal. Kläranlage eröffnet Freibadsaison. So lacht der Sommer. Der Freitagnacht-News Summer Remix. Freitag, 23.15 Uhr. Sie hat alles getan, um ihren Sohn zu retten. Franks Schulden von meinem Sohn. Lassen Sie ihn jetzt gehen. Doch er will mehr. Ich will Frank. Du hast 24 Stunden Zeit, ihn mir zu bringen. Oder dein Sohn stirbt. Hinter Gittern. Morgen 21.15 Uhr.
Kasper! Es ist immer dasselbe. Fast immer. Oh wow, ein Geist! Du hast wirklich kein bisschen Angst? Nicht vor Kasper, aber dieses Trio verschlägt wirklich jedem den Atem. Willkommen zur Poltergeist-Party! Ihr drei seid widerliche, abscheuliche, große Gespenster. Dankeschön. Geister zum Hassen oder Lieben? Kasper und Kasper, wie alles begann. Samstag und Sonntag, 20.15 Uhr. RTL. Eiskalt hat Hans-Jürgen den Champion gestürzt. Doch jetzt wird er gejagt. Ein enormer Druck. Kann er ihm standhalten? Quiz 21. Morgen 20.15 Uhr. Michael Schumacher lädt ein zur größten WM-Party aller Zeiten. 130.000 Fans feiern den Champion am Hockenheimring. Der große Preis von Deutschland. Morgen ab 9.15 Uhr. Bei uns haben Worthülsen keine Chance. Garniert mit gelber Rücksichtslosigkeit. Ohne die Grünen eine bessere Politik für Deutschland. Claudia Roth und Guido Westerwelle im Kreuzfeuer am 4. August 22.55 Uhr. Natürlich bei RTL. Wir fragen, was Sie interessiert. Sylvester Stallone, Rambo 2, der Auftrag. Heute 22.10 Uhr bei RTL. RTL. Der Kampf ums Kanzleramt. 48 Stunden im Leben des Edmund Stoiber. Wir zeigen, was Sie interessiert. Hans Meiser begleitet den Herausforderer auf Schritt und Tritt. 48 Stunden mit Stoiber. Morgen 19.10 Uhr. Natürlich bei RTL. Kanzler. Krisen. Koalitionen. Peter Klöppel präsentiert pünktlich zur Wahl. Viermal deutsche Geschichte zum Anfassen. Wir informieren und Sie entscheiden. Kanzler, Krisen, Koalitionen. Ab 20. August bei RTL. Was für ein Sommer. Paul und Böller. Explosion! Zwei Bademeister der Extraklasse. Wir brauchen nicht viel, um glücklich zu sein. Und ihr steiler Karriereplan. Man muss nur Arzt sein, dann klappt das mit den Ischen. Ich will auch so ein Expertenarzt werden. Operationsort Jüngersbrunn. Ihre Mission Undercover Zivildienst. Check, check, check. Ihr Auftrag, erledige den Kurpfuscher. Wow, Böller! Die Bademeister, Busenbeton-Bieralarm. Nächsten Samstag, 20.15 Uhr bei RTL. Ich glaube, wir sind doch in einem bescheuerten Film gelandet. Was für ein Sommer. Folge dem Fluss nach Süden. Und inmitten der Wasserfälle wissen Sie finden. Die Stadt des großen Sonnensteins. Entdecke die Utopia. Im Herbst von RTL. Mehr Infos unter www.dinotopia.de.